jetzt kommen wir zu unserem letzten Programmpunkt heute im Rahmen dieser Preisverleihung. Wir haben ja am Anfang, zumindest Tobias Knoblich und ich, schon so ein bisschen darüber rumgeredet. Ich habe ihn natürlich dazu befragt, was es mit dieser Transformation eigentlich auf sich hat. Und deswegen ist der Plan jetzt so zum Ende, nach der Preisverleihung auch noch ein bisschen Tacheles zu reden oder konkret zu werden und nicht zu viele Zukunftsvisionen nur so vor sich herzutragen, sondern zu schauen, was denn diese Transformation tatsächlich im Konkreten heißen kann in Kulturinstitutionen. Wie ich das teilweise aus meinem journalistischen Blick erlebe, gibt es zwar immer viele Ansätze, die aber oft bedeuten, dass diese genannten Themen, Globalisierung, Diversität, Digitalisierungsfragen, ganz oft tatsächlich inhaltlich aufgegriffen werden und in den bestehenden Strukturen maximal als inhaltliches Produkt oder als Thema einer Inszenierung oder als Thema einer Ausstellung, als Thema eines Beitrages genutzt werden. Aber was bedeutet all das wirklich für Kulturstrukturen und wie kann man sich darauf einstellen? Was hat das alles damit zu tun, dass gerade eine Pandemie ist immer noch, ich will immer sagen war, aber das stimmt wohl leider nicht. Darüber sprechen wir jetzt in etwas größerer Runde. Nicht nur Tobias Knoblich, der Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft, ist dabei, den haben Sie ja schon kennengelernt, sondern außerdem begrüße ich ganz herzlich Leontine Meyer van Mensch, Direktorin der staatlichen ethnografischen Sammlungen innerhalb der staatlichen Kunstsammlung Dresden. Das ist sie seit 2019. Herzlich willkommen, Frau Meyer van Mensch. Ich warte mal kurz, damit ich weiß, dass Sie uns hören und dass das so technisch alles läuft. Ja, läuft, okay. Außerdem ist Martin Zierold jetzt dabei, Leiter des Instituts für Kultur- und Medienmanagement der Hochschule für Musik und Theater Hamburg und übrigens auch Teil der schon erwähnten Preisjury heute. Herzlich willkommen, Martin Zierold. Schön, dass Sie alle da sind. Dabei zu sein. Wir uns auch sehr. Vielleicht fangen wir trotzdem, weil es ja nun mal eine Preisverleihung ist, noch mal ganz kurz so emotional an, vor allem bei Ihnen beiden, Frau Meyer van Mensch und auch Herr Zierold. Also okay, Herr Zierold hat es natürlich ein bisschen schwer als Teil der Jury, aber oder vielleicht sogar auch einfach, weil Sie noch mal konkret reinschauen können, was bedeutet dieser Preis und auch vor allem die Ausgezeichneten. Ich meine, man kann immer Menschen auszeichnen und sagen, ich habe was ganz Tolles gemacht, aber man kann ja manchmal auch einen Trend zu etwas sehen oder ein Gefühl dazu haben, was das eigentlich gerade alles bedeutet, was da erlebt wurde in der Juryarbeit oder auch bei Ihnen, Frau Meyer van Mensch, jetzt mit dem Blick von außen. Sie dürfen anfangen, Frau Meyer van Mensch, würde ich jetzt einfach mal sagen. Vielen Dank. Erstmal einen herzlichen Glückwunsch an alle Nominierten und natürlich auch die drei Gewinner. Ich bin so beeindruckt. Gratulation und vielen Dank für diese wunderbaren Projekte. Das macht echt Lust nach mehr. Ich fahre jetzt, glaube ich, gleich am Wochenende mal nach Augsburg, denke ich. Was ich interessant finde in der Reflexion, die jetzt ein bisschen aus dem Bauch heraus ist, weil ich tatsächlich nicht wusste, wer jetzt den Gewinner ist, was hier schön ist, ist, dass es eigentlich nicht institutionalisierte Projekte sind, die gewonnen haben. Und darüber hoffe ich, werden wir auch noch sprechen, ist, wie kann man diese doch große kulturelle Tanker etwas agiler, etwas flexibler, etwas durchlässiger, etwas transdisziplinärer machen, um tatsächlich unsere sehr schwierige Zukunft auch zu überwinden mit Kultur oder zumindest da auch Ansätze, Lösungen, Inspirationen zu finden. Das fand ich interessant. Was ich auch interessant fand, dass eigentlich alle Projekte die Idee, was ist ein Experte im Kulturbereich, wer entscheidet, neu denken, und damit natürlich auch diese Mediatoren, aber letztendlich Multi- und Transdisziplinarität auch darstellen, die wir, glaube ich, brauchen im Kulturbereich. Das fand ich auch sehr, sehr interessant. Und alle arbeiten auch in Netzwerken und brauchen einander auch in diesen Netzwerken und kannibalisieren einander nicht. Das fand ich so wahnsinnig inspirierend. So, Chapeau, ein großes Lob. Und das macht echt...
Das ist total inspirierend. So, das so als erste Reaktion, dass ich hier echt auf meinem Stuhl, ich sitze in meinem Museumsdirektorenzimmer, der jetzt nicht so auratisch ist, aber der Raum hat angefangen zu vibrieren, weil alle Projekte, ich glaube, wir haben einfach so viele Gewinner heute und alle Projekte total, ja, total inspirierend und wegweisend. Das ist ja, also allein, dass ein Museumsdirektorinnenbüro vibriert nach dieser Preisverleihung, ist, glaube ich, eines der schönsten Komplimente für so einen neu geschaffenen Preis. Martin Zierold, ich weiß nicht, ob Sie das noch ergänzen wollen, weil ich glaube, dass Frau Meyer van Mentsch schon viel gesagt hat über das Besondere auch der Ausgezeichneten. Und wahrscheinlich ist es das, was Sie natürlich noch in vielfacher anderer Perspektive und Hinsicht auch erlebt haben. Also viele Projekte, Netzwerke, agile Strukturen. Ja, also ich schließe mich gerne erstmal den Glückwünschen an. Das ist natürlich auch als Jurymitglied eine ganz besonders tolle Aufgabe, die Chance zu haben, hinter den Kulissen zu sehen, wer sich alles bewirbt. Und ich gratuliere wirklich gleichermaßen denen, die jetzt den Preis bekommen haben, wie auch denen auf der Shortlist und auch eigentlich fast allen anderen, die sich beworben haben. Weil, glaube ich, jedes Jurymitglied hat immer noch mindestens ein weiteres Projekt, von dem man die Hoffnung hatte, dass es vielleicht auch noch prämiert werden kann. Also es war wirklich ein ganz, ganz tolles Bewerbungsfeld. Und eine ganz grundsätzliche Geschichte, die ich vielleicht noch ergänzen möchte, in meinem Alltag jedenfalls, aber ich vermute, das geht auch manchen, die hier zuhören und zuschauen, so gibt es doch sehr viele Momente, in denen man eher auch schnell ins Lamento verfällt und sagt, was sich alles dringend ändern muss und wie viele Herausforderungen wir vor uns haben und wie sehr vielleicht an manchen Punkten die Zeit drängt und man auch damit hadert, wie wenig sich manchmal gefühlt verändert. Und ich finde, dass dieser Preis einfach zeigt, dass es diese andere Welt gibt und die andere Wirklichkeit gibt und es viel, viel wichtiger eigentlich ist, als das Hadern über das, was langsam ist, ist das sichtbar machen und den Rückenwind geben, die vorausgehen und die Beispiele geben. Und ich glaube, das ist auch ein Bild, das für alle dieser Projekte gilt. Und das hat mir einfach sagen viel Freude gemacht und auch wirklich Zuversicht und Optimismus geschenkt, das bei den Preisträgerinnen und Preisträgern, aber eben auch bei allen weiteren Projekten zu sehen, wie viel Bewegung eben doch im Feld ist und wie viele Menschen Kultur gestalten, genau in dem Namen dieses Titels. Das finde ich eine ganz tolle Erfahrung. Aber dann müsste man ja, dann kann man ja wirklich gleich mit dieser Transformationsfrage anschließen, die Sie auch, Frau Meyer van Mentsch, schon so ein bisschen angedeutet haben, diese Tanker versus agile Strukturenfrage, weil das ist ja, also wenn man jetzt von außen sich auch diese Pandemiezeit anguckt und so weiter, dann hatte man ja immer, also die Botschaft war ja ganz oft, es geht der Kultur wahnsinnig schlecht, es ist ganz, es ist alles dramatisch, es müssen so Existenz- und Relevanzfragen gestellt werden, gerade im Feuilleton-Bereich, was ich vorhin schon angedeutet habe, was brauchen wir eigentlich, was dürfen wir zumachen und was nicht. Aber parallel ist also was ganz anderes weitergegangen und vor allem auch passiert. Also sind die Transformationsfragen auch Ihrer Ansicht nach wirklich vor allem daran festzumachen, wie kann man die Tanker aufbrechen und sie auch so aufstellen wie agilere Strukturen, die schneller reagieren können, die die beweglicher sind, natürlich, klar. Oder ist es vielleicht ein bisschen zu einfach? Also, weil ich kann mir das natürlich genauso vorstellen. Das ist ja genau das, was wir jetzt auch gesehen haben. Ne? Große Institutionen haben es schwerer als wahrscheinlich kleinere Projekte. Die haben es anders schwer. Ich will das nicht verschönigen. Die brauchen nämlich dann wiederum finanzielle Förderung, die sie nicht unbedingt haben. Aber ist das Transformationsthema aus Ihrer Sicht, Frau Meyer van Mentsch? Also große Institutionen, agile Strukturen, wie kann man das alles ein bisschen aufbrechen, um dann auch irgendeine Transformation zu erreichen? Ja, ich glaube, das wäre sehr, sehr wichtig und ist natürlich auch nicht einfach, weil man dann an echt so eine Systemanalyse sich auch trauen muss und tatsächlich Institutionen. Es ist mehr als agiler werden. Es ist auch, wer sitzt an welche Stellen wer hat Entscheidungsmacht und was bedeutet das und wer ist da nicht eingeschlossen. Aber was ich inspirierend fand, um nochmal meinen Vorredner tatsächlich zu bestätigen, ist, auch während der Pandemie haben diese Veränderungsprozesse weiterhin stattgefunden oder sind nochmal beschleunigt worden. Und Veränderungen fangen ganz häufig bottom-up an.
Und da können große Denker, wie zum Beispiel ich als Direktorin der Staatlichen Ethnographischen Museen, Teil der SKD, einfach eine Scheibe von abschneiden. Deshalb hat es hier auch so vibriert. Aber können Sie vielleicht sogar, Entschuldigung. Nee, bitte. Können Sie sogar, weil Sie gerade davon sprechen, konkret sagen, was Transformation tatsächlich wirklich konkret in Ihrem Museumskontext denn heißt? Also wenn Sie aus all den Themen was aussuchen könnten, wo wirklich jetzt was passieren muss, was entweder die Pandemie offengelegt hat oder was einfach zeitgemäß wäre, was sind das für Sachen, dass wir nicht nur in der Theorie bleiben, sondern was würde für Sie Transformation konkret bedeuten? Sehr gut, weil wir heute auch Projekte gesehen haben, die vor allem sehr hands-on und in der Praxis geerdet sind, würde ich gerne auch dann in der Praxis bleiben oder in der Angewandtheit. Ganz andere Professionalitäten in so einem, ich kann halt nur von Museen sprechen, im Systemmuseum reinlassen. Natürlich, und das ist bei mir in einem ethnologischen Kontext sehr wichtig, viel stärker eine Hyperdiversität, auch wirklich Leben. Das hat natürlich MeToo auch, nicht nur MeToo, aber vor allem auch Black Lives Matter auch sehr stark gezeigt, die während der Pandemie auch, glaube ich, unsere ganze institutionelle kritische Reflexion auch getriggert hat oder wenn nicht, hätte triggern müssen. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und dass ich merke, ganz direkt in dieser Pandemiezeit mehr und mehr einander sehen als Partner und Kooperation leben, statt immer nur uns noch als Konkurrenten zu sehen. Weil wir wissen natürlich, die öffentlichen Gelder sind schon knapp, werden nur knapper werden. Und wenn wir uns streiten um einen Fördertopf, dann rennt der Dritte damit weg. Und können wir nicht gemeinsam viel stärker, deshalb fand ich der Trend-Watcher, den ich sowieso bewundere und auch sehr inspirierend fand heute Nachmittag, inwieweit wir stärker gemeinsam in Netzwerken, in Kooperation denken und natürlich nicht nur institutionell, zwar transdisziplinär, aber immer noch sehr stark institutionell, aber auch darüber hinaus. Und ich merke jetzt schon, ich hatte vor diesem wunderbaren Sitzung heute Nachmittag eine andere Sitzung, wo wir tatsächlich ganz konkret ein neuer Drittmittelantrag besprechen, wo wir gerade das auch angehen wollen. Was ich ein bisschen noch vermisst habe, ist tatsächlich neue relationelle Ethik zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden. Was bedeutet das für Relevanz? Haltung, sehr starker auch Haltung einnehmen, was auch mehr und mehr gefordert wird, uns auch sehr stark unsere Traditionen bewusst sein, kritisch reflexiv und daraus auch lernen für eine nachhaltige Zukunft, wiederum sehr stark in der Ethnologie, aber nicht nur, so dieses Decolonizing eines Museums, damit bin ich tagtäglich beschäftigt. Und da gehört für mich ganz genau auch die Decolonizing the Future dazu, wo es tatsächlich um die Frage geht, was können wir jetzt tun, gemeinsam und partizipativ mit vor allem die neue Generation, damit wir denen eine bessere Zukunft hinterlassen und wie nachhaltig was bedeutet Nachhaltigkeit in diesem Sinne? So, das ist für uns im Grassi ganz, ganz, ganz wesentlich wichtig im Moment. Mhm. Auch nochmal konkret an Sie, Martin Zierold. Gleich, Herr Knoblich, wir müssen Sie kurz warten, weil ich muss mal einmal kurz abstecken, wo die konkreten Transformationsbedürfnisse oder schon Ideen der GesprächspartnerInnen sind, die wir jetzt vorher noch nicht gehört haben. Aber Martin Zierold, vielleicht auch bei Ihnen. Das haben wir schon von Frau Meyer von Mensch gehört, dass natürlich irgendwie, also Netzwerke, die Kolonisierungsdebatte sowohl der Zukunft als aber auch
irgendwie nachträglich der Vergangenheit, was natürlich so nicht funktioniert, aber wo man zumindest das Thema endlich mal besprechen muss nach all dieser Zeit, sind konkrete Transformationsbedürfnisse oder Projekte. Wie ist es bei Ihnen? Also was bedeutet für Sie Transformation eigentlich genau? Also von all den angesprochenen Themen, wo denken Sie, das sind Bereiche, die kann man nicht mehr nur in so einer Theorie besprechen, sondern da muss tatsächlich was passieren? Ich glaube, in allen Bereichen, die auch in den Preisträgerinnen und Preisträgern zu vertreten sind. Das Spannende ist, bei den Preisträgerinnen finde ich, dass die fast alle es ja auch schaffen, mehrere Felder zusammenzudenken. Also wenn man sich, eigentlich egal, welches man sich rauspickt, ob man jetzt Nachhaltigkeit und Kultur zum Beispiel zusammendenkt und das einfach als Kultur, als eine Dimension von Nachhaltigkeit beschreibt, da wird ja schon deutlich, dass es gerade um die Vernetzung und Verschränkung auch der Themen geht. Und ich glaube, in vielen Fällen ist es so, wenn man es gut macht, dann gelingt es ganz oft, dass man eigentlich über ein Projekt verschiedene Felder bearbeiten kann oder Effekte in verschiedenen Feldern auch haben kann. Und ich glaube, das braucht es tatsächlich, weil wir einfach sehr, sehr viele dringliche Fragen haben. Ob man jetzt den Umgang mit der digitalen Transformation, was das mit der Gesellschaft macht, sich anschaut, ob wir die Nachhaltigkeitsfragen sich uns angucken, ob wir die wachsende soziale Ungleichheit uns angucken und so weiter und so fort. Das ist fast so ein bisschen, man kommt da schnell in so beliebige, große Begriffe, die dann auch eine gewisse Ermüdung oft produzieren, wenn man sagt, ja, was sollen wir da tun? Und deswegen wäre jetzt mein Plädoyer tatsächlich, sich da nicht einschüchtern zu lassen von den ganz großen Schlagwörtern, sondern einfach über konkrete Projekte zu arbeiten und im besten Fall zu versuchen, mit ganz konkreten Projekten, so wie das eben diese Beispiele, die wir heute auch gesehen haben, schaffen, ganz konkret im Lokalen oder eben auch darüber hinaus, aber eben wirklich für den jeweiligen Kontext passende, stimmige Angebote zu machen. Und wenn ich dem Ganzen sogar eine Überschrift für mich geben würde, wo ich einen ganz großen Transformationsbedarf sehe, der sich jetzt nicht mit einem der großen Transformationsthemen global verknüpft, sondern vielleicht wirklich eher eine Art von Kulturperspektive für die Kulturorganisation selbst ist, dann würde ich sagen, viel stärker auf Erfahrung setzen. Also ich glaube, diese ganze Relevanzdebatte ist für mich eine Debatte gewesen darüber, dass es für Kulturorganisationen nicht immer so gelingt, im konkreten Leben von möglichst vielen Menschen über Erfahrung präsent zu sein. Und ich glaube, jedes Projekt, das dazu beiträgt, dass Kultureinrichtungen groß und klein im Alltag von Menschen über Erfahrung erlebt werden, ist dann immer schon eine ganz große Transformation zum Status quo und führt dann eben auch zu den Impulsen, von denen wir in den Sonntagsreden immer sagen, dass wir sie wollen und dass es sie auch gibt. Aber ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr so viele Sonntagsreden, sondern wir brauchen diese Erfahrung noch viel mehr. Und da, glaube ich, sollten Institutionen ganz großes Augenmerk legen, wie sie mehr solche Erfahrungen für möglichst viele Menschen schaffen können. Aber das ist doch, genau, das ist also natürlich keine Sonntagsrede, aber unbedingt so ein wichtiger Punkt. Und da können Sie vielleicht nochmal was sagen, Tobias Knoblich, weil das gehört ja auch in diese Transformation, diese Selbstverständnisfrage. Und man kann, und in dem Alltag der Menschen zu sein und so weiter, das ist ja auch eine Frage, die sich größere Kulturinstitutionen von großen Theatern, Museen etc. sowieso immer schon mal stellen mussten, die sich auch natürlich schon vor der Pandemie mit Diversitätsfragen in ihren eigenen Häusern auseinandersetzen müssen und die ja offenbar in dem Transformationsprozess auch so ein Selbstverständnis entwickeln müssen, dass es eben nicht egal ist, wie man sich selber so aufstellt oder wo man vielleicht mal ein schönes Theaterstück oder eine schöne Ausstellung platziert, sondern dass man Teil von einem gesellschaftlichen Prozess ist. Ist das schon da? Also bei den kleinen Projekten haben wir jetzt ja schon alle gegenseitig und vor allem die Nominierten gelobt, da gibt es das möglicherweise viel, viel mehr. Aber was ist denn mit dem, was dann den großen etwas schwertankerigen Kulturbereich ausmacht? Also ist da dieses Selbstverständnis angekommen, dass das wirklich ernst gemeint ist und dass man nicht nur vielleicht mal so ein schönes Hördingsbums im Museum aufstellt, damit man leichter an Informationen kommt, okay, ist ein schlechtes Beispiel, sondern dass man Teil von all dem sein muss? Ja, das kann ich jetzt pauschal nicht beantworten, aber ich halte keine Sonntags-, sondern ich versuch's mal mit einer Freitagsrede. Heute ist ja noch ein Werktag, ne? Und da spielen zwei Donnerstag. Aspekte eine Rolle. Morgen ist, für mich ist schon Freitag, weil ich morgen Urlaub habe. Genau, okay. Aber ich würde an Herrn Zierold anknüpfen, weil aus unserem Projekt Kultur gestalten kann man ja zweierlei lernen. Also das ist ja schon sozusagen ein gutes Praxisfeld, wo man sich viel abgucken kann. Man lernt zum einen die Kraft der Kultur zu nutzen. Das haben wir jetzt bei Augsburg sehr schön gesehen, aber auch bei den neuen Auftraggebern sieht man das, dass es direkt in die Bevölkerung hineinwirkt und dass mit kulturellen, künstlerischen, kreativen Mitteln Zukunft zu gestalten gilt, dass das funktioniert und dass man dicht bei den Menschen sein muss, um das zu können.
Auf der anderen Seite wollen wir lernen, die Kulturorganisationen, die Kulturbetriebe, vor allem die großen Betriebe, ein Stück weit zu erneuern, nicht ein Stück weit, sondern eigentlich elementar zu erneuern und trotz ihrer Pfadbindung, der sie ja folgen, sie anschlussfähig zu halten an dieses rasante Maß an Veränderungen in unserer Gesellschaft. Und da muss man jetzt aufpassen. Man kann dort nicht denselben Maßstab anlegen an Agilität, an Aufmerksamkeit, an Improvisationsgeschick, wie das eine Initiative oder ein kleinerer Verein kann. Denn diese Betriebe sind eingebettet in Strukturen, in Tarifsysteme, in betriebliche Abläufe und dergleichen mehr, dass man sie auch überfordern würde. Also man muss sie, glaube ich, mitnehmen. Und die Rede von radikaler Vielfalt, auch von radikaler Demokratie, die wir ja oft im Munde führen, darf nicht zu einer Zerschlagung all dessen führen, was sich herausgebildet hat, sondern muss Veränderungsprozesse in Gang setzen. Und da kann man von den Methoden solcher Projekte, wie wir sie jetzt kennengelernt haben, lernen. Da kann dieses Vibrieren, wie bei Frau Meyer van Mensch im Büro, einsetzen. Da geht es darum zu gucken, welche Leute kann ich ins System holen, wie kann ich durchlässiger werden, wie kann ich sozusagen auch mit Netzwerkpartnern zusammenarbeiten, mich öffnen. Und ich weiß aus meinem persönlichen Alltag, nicht nur in Erfurt, dass es den großen Einrichtungen schwerfällt, aus ihren Routinen auszubrechen, dass sie Impulse ganz dringend brauchen. Und diese Prozesse müssen wir halt auch ein Stück weit erzwingen, auch in der Kulturpolitik durch gute Beispiele, aber auch durch kluges administratives Handeln. Deswegen finde ich es wichtig, dass wir auch so eine Kategorie der kommunalen Selbstverwaltung haben, weil auch sozusagen nicht alles von selber, nicht alles bottom-up funktioniert. Gute Kulturpolitik hat schon immer beide Richtungen im Auge gehalten. Und auch die neue Kulturpolitik lebte von einer soziokulturellen Revolution von unten und zugleich einer behutsamen, guten Kulturpolitik von oben, für die ja Namen wie Hermann Glaser oder Hilmar Hoffmann stehen. Also ich glaube, beide Dimensionen muss man im Blick behalten. Ja, das Frau stimmt. Frau Meyer von Mensch, vielleicht, also nee, bitte, wollen Sie ergänzen? Machen Sie gerne. Nee, das stimmt. Und da deshalb ist die Kategorie auch so wahnsinnig wichtig, um da auch ein Zeichen zu setzen. Und wie kann man in diese große Tanker tatsächlich eine gewisse Agilität hineinbekommen, ohne das System öffentliche Dienst zu sehr zu implodieren oder zu explodieren vielmehr. Aber wiederum, ich kann nur für Museen sprechen, ist es letztendlich, und damit befasse ich mich schon seit länger oder hade ich auch damit, was braucht es dann an Professionalität innerhalb so eines Systems? Und da glaube ich, müssen wir ganz anders denken und ganz andere Formen von Professionalität auch reinnehmen. Aber diese Stellen müssen auch geschaffen werden. Ein Bewusstsein, dass solche Stellen wichtig sind, da spielt natürlich die Politik und so ein Tanker müssen da auch gemeinsam vorankommen. Und da kann die Politik auch wichtige Impulse setzen oder muss sogar wichtige Impulse setzen. Digitalisierung, es ist auch häufiger gefallen, es ist das wahnsinnig wichtig, elementär wichtig für das Haus oder für die Häuser. Und ein Digital Curator ist in so vielen Ländern außerhalb Deutschlands einfach schon eine normale Stelle. Das ist schon im System, Museum, aber auch in kulturelle Einrichtungen eine angesehene Position oder die Gleichbezahlung von Leuten, die in Vermittlung, Outreach, Inreach arbeiten und diejenigen, die sozusagen die klassische kuratorische Stellen besetzen oder die kustodische Stellen vielmehr, haben wir noch nicht. Und es ist auch eine kulturpolitische Frage, dass wenn wir sagen Bildung, eigentlich ging es doch heute ständig darum, dass die Gesellschaft im Zentrum des Geschehens stehen muss bei kulturellen Einrichtungen. Das war eine der, glaube ich, fundamentellen Fragen. Und wenn wir Leute, die sich damit auseinandersetzen, in diesen Systemen
weniger bezahlen als anderen im System, dann hängt das System hinter der Relevanz von heute oder die wir brauchen und vor allem auch die Relevanz von morgen hinterher. Und darüber nachzudenken und darüber natürlich auch Lobby oder dafür Lobbyarbeit zu betreiben oder so wie ich im System jetzt versuchen, das System zu verändern. Da sehe ich dann ein bisschen meine Rolle. Aber vielleicht wollen Sie das, Martin Zierold, ergänzen, weil das, also diese Strukturfrage, braucht es quasi neue Positionen, die dann besetzt werden mit anderen Leuten oder wie kriegt man denn eine Veränderung rein? Also natürlich engagierte Museumsdirektorin logischerweise, aber das kann ja nicht alles sein, sondern es geht ja tatsächlich auch, da kommt ja eine neue Generation, die diesen Kulturbetrieb anschaut und sich dann überlegt, was mache ich denn da eigentlich, wo gehöre ich denn da hin? Ach so, ich kann jetzt vielleicht irgendwie aus Diversitätsgründen mal rein, aber eigentlich ist es gar keine Struktur, in der ich mich zu Hause fühle. Also sind es neue Jobs im Sinne von neue Aufgaben, die besetzt werden müssen, dass da Bewegung reinkommt oder wie würden Sie das so sehen, um es möglichst groß zu fragen. Sie dürfen natürlich sich jetzt was aussuchen, aber vielleicht kann man ich fand das mit dem Digital Curator ganz gut, weil das so ein Sinnbild ist für, guck mal, anderswo bricht man Strukturen einfach auf, indem man sagt, das ist jetzt ein Beruf, bitteschön, da ist jetzt jemand, der macht jetzt mit und erneuert und transformiert dadurch etwas. Ja, ist natürlich ein riesengroßes Thema und eine riesengroße Frage, wie kommt Veränderung ins System? Ich glaube, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, dann sind natürlich neue Aufgaben, brauchen auch neue Stellen mit eigenen Profilen, mit eigenen Kompetenzen. Das müssen, ich mache mich jetzt vielleicht unbeliebt, nicht immer zusätzliche Stellen sein. Es gibt ja durchaus auch die Chance, beispielsweise, wenn man eine Stelle neu besetzt, sich zu fragen, brauchen wir wirklich genau das Gleiche, was wir hier vor 15 Jahren besetzt haben, oder brauchen wir heute was anderes? Oder brauchen wir sagen etwas Weiterentwickeltes? Manchmal sind natürlich auch zusätzliche Aufgaben tatsächlich auch dann zusätzliche Ressourcen notwendig. Aber ich glaube, im Grundsätzlichen gefragt, gibt es aus meiner Erfahrung heraus drei wirkliche Treiber für Veränderungen in Organisationen. Das eine ist, wenn eine Organisation eine Kultur hat, wirklich hinzuhören in alle Richtungen, dann können natürlich auch bottom-up wahnsinnig viele Veränderungen entstehen. Dann ist zum Beispiel einfach wirklich neue Menschen, die in die Organisation kommen, gerade eine jüngere Generation, die ihre ersten Schritte macht, wenn die eine Chance haben, wirklich gehört zu werden mit ihren Ideen, mit den Fragen, die die stellen, wieso machen wir das so, das verstehe ich nicht, das ist doch seltsam, wenn man irgendwie als jemand, der Anfang, Mitte 20 ist, sich das anguckt, ich würde das ganz anders machen, dann können das unglaublich wertvolle Impulse sein. Ich glaube, das ist die erste Ebene, wo viele Organisationen, gerade im Kulturbereich, einfach nicht genug Raum geben, gerade diesen irritierenden Impulsen von innen wirklich eine Chance zu geben, wirksam zu werden. Und das ist vielleicht eine der Quellen von den Innovationen, die wir in der Corona-Zeit gesehen haben. Da wurden auf einmal so carte blanche vergeben. Macht einfach irgendwas, Hauptsache es passiert was. Und dann haben ganz viele Teams wahnsinnig tolle Ideen entwickelt, die vorher vielleicht gestorben wären, also nicht die Teams, Gott sei Dank, aber die Ideen, weil sie einfach durch zig Prozesse und Gremien geschickt worden wären, was man in der Corona-Zeit nicht gemacht hat. Also gerade in der allerersten Lockdown-Phase, von der spreche ich jetzt. Das wäre so die eine Ebene. Die andere Ebene ist die Spitze. Und da, glaube ich, gibt es eben wirklich auch wunderbare Beispiele. Eins ist ja hier auch in der Runde, das spürt man ja auch sofort an den Beiträgen, dass natürlich eine Leitung eines Hauses einfach auch ein Haus fordern kann und auch sagen kann, ich habe Ambitionen für uns als Organisation, zeitgenössisch zu sein und zu befragen, was heißt das, zeitgenössisch zu sein? Vielleicht sogar, was heißt es, Zukunft zu gestalten? Und insofern ist natürlich die Frage auch, wen besetzt man an die Spitze von solchen Häusern? Eine ganz essentielle. Und da, glaube ich, sind vielleicht die Faktoren, die entscheidend sind, manchmal noch nicht so sehr diejenigen, traut man so einer Person, die man da hinsetzt, nicht nur die Vision einer Zukunftsperspektive zu, sondern auch die Kommunikation im Haus, also wirklich so ein Haus mitzunehmen. Das ist ja eine ganz eigene Kompetenz und die spielt vielleicht nicht immer die Rolle, die sie spielen könnte, wenn man das besetzt. Und bei der Frage von Besetzung sind wir schon bei der dritten Ebene. Ich bin absolut bei dem, was auch Herr Knoblich gesagt hat, Kulturpolitik ist da unbedingt auch als Impulsgeber gefordert und darf und muss, würde ich sogar sagen, auch Anreize schaffen und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle durchaus mal eine Vorgabe machen, was man von geförderten Institutionen erwartet. Und das ist natürlich ein auch diffiziler Raum und auch ein historisch komplexer Raum, wie viel Freiheit da bewahrt werden muss und wie viel aber vielleicht doch an aus Dialogen auch entstehende Vorgaben da sind. Aber ich würde da die Kulturpolitik auf keinen Fall entlassen, weil viel zu viele Kulturorganisationen haben einfach gelernt, dass sie sich nicht verändern müssen und dass es sich vielleicht sogar eher lohnt, sich nicht zu verändern, als sich zu verändern. Und das hat was damit zu tun, was sie für
für Kontexte auch von der Kulturpolitik erlebt haben. Und ich glaube, eine Kulturpolitik, die da aktiver ist, ohne jetzt zu diktieren, die würde schon auch helfen für mehr Beweglichkeit im System. Also das wären vielleicht so die drei Ebenen, die ich mal rausgreifen wollen würde, wo Veränderung befördert werden könnte. Sie dürfen es gerne ergänzen, Herr Knoblich. Ich wollte unbedingt nochmal auf Herrn Zierold, auf Herrn Zierold reagieren, weil ich finde das ganz wichtig, was er gerade gesagt hat. Und das schließt auch so ein bisschen den Kreis zu diesen Transformationsfragen, die Sie gestellt hatten. Es geht nicht darum, neue Funktionen einfach zu addieren, die man jetzt in großen Kultureinrichtungen, in den sogenannten Tankern auch noch bedienen will, sondern es geht darum, Kultureinrichtungen zu verändern, umzubauen. Und das ist ein Stück weit in der Kulturpolitik tabuisiert, weil Umbau und Veränderung mit Kürzung assoziiert wird, mit dem Infragestellen von Traditionen, mit dem Sakrileg, dass im Kulturbereich nie etwas aufhören darf, sondern dass immer nur etwas Neues hinzukommt. Und wenn uns die Corona-Krise eines doch auch lehrt, dann ist es die Endlichkeit finanzieller Ressourcen und die Ernsthaftigkeit von Angeboten, von Beziehungen zwischen Einrichtungen oder Künstlerinnen und Künstlern und ihrem Publikum, ihren Nutzerinnen. Diese Beziehung ist wertvoll. An dieser Beziehung müssen wir arbeiten und so gehört zu guter Kulturpolitik und auch zum Lernen aus den guten Projekten, die wir ausgezeichnet haben, dass es darum geht, eben Relevanz, Resonanz, Wirksamkeit zu entfalten und die eigene Einrichtung daraufhin zu befragen und dann eben gegebenenfalls umzubauen und aus der kulturpolitischen Perspektive Anreize dafür zu schaffen, aber eben auch die Bevölkerung, die Menschen mitzunehmen und ernsthaft auch zu befragen, was sie denn erwarten, was sie wollen. Also das ist ja auch nicht ganz neu. Wir machen schon lange Kulturentwicklungsplanung und andere Beteiligungsprozesse. Aber das ist relevanter denn je, finde ich. Und dadurch, dass es diesen Transformationsdruck gibt, müssen sich Dinge elementar verändern. Und ich glaube, die Projekte, die wir heute gesehen und erlebt haben, zeigen, dass durchaus schon neue Geschichten erzählt werden und dass wir das lustvoll angehen können, dass das keine Bedrohung ist, sondern halt einfach ein dynamisches Leben. Ist das, Frau Meyer, vermenscht? Nee, bitte. Wir sind uns so wunderbar einig und tatsächlich resoniert es bei mir sehr, wenn Sie sagen, wir müssen tatsächlich neu nachdenken und dieses ständige Wachsen auch hinterfragen. Und mir ging es gar nicht so um neue Stellen, das sehe ich eigentlich relativ ähnlich, sondern eher, und das ist auch eine kulturpolitische Frage, inwieweit darf man Stellen auch umwidmen, weil tatsächlich diese Institutionen sich ändern müssen. Da liegt letztendlich auch dann eine Haltung, die auch wieder von oben auch mitgetragen muss. Ich möchte noch mal was provokativ reinwerfen, weil sonst, ich glaube, wir sind uns da auch ähnlich. Und was so inspirierend war von wunderbaren Beispielen und auch die drei Gewinner, ist, dass man sich was getraut hat. Und das hätte natürlich auch schief gehen können. Das hätte auch in der Hose gehen können. Und es ist trotzdem angegangen. Und wir müssen, und sicherlich in diesen großen Tanker und nicht in diese Projekte und freie Szenen und ein bisschen so weg vom Institutionalisierten, wir müssen viel stärker eine Fehlerkultur uns selber zugestehen. Dass wir diese Veränderungsprozesse angehen in ganz viel, was wir machen und möglicherweise da auch teilweise scheitern, weil wir aus Fehler natürlich auch am meisten lernen. Und das trauen wir uns zu wenig und deshalb wird ganz viel ständig wieder neu reproduziert. Und da fehlt ab und zu eine Innovationskraft in diese große kulturelle Einrichtungen, weil man sich nicht traut zu experimentieren, weil möglicherweise geht es ja schief. Und das, da würde ich eher für wiederum eine Scheibe abschneiden, dass wir mutiger werden.
mutiger werden, diese Innovation zuzulassen, obwohl wir nicht wissen, wo die Reise hingeht und möglicherweise manchmal auch scheitern. Ende der Durchsage. Aber das ist, ich finde das total gut, weil ich nämlich Sie tatsächlich mich vorher noch genau fragen wollte, als Tankerchefin sozusagen, dass ja, das von außen ist, muss es ja wahnsinnig erstaunlich sein, dass natürlich diese ganzen gesellschaftlichen Debatten, sollen wir mal Diversität stärken, sollen wir mal was Neues probieren, sollen wir mal mutig sein und so weiter, dass die dann ja oftmals genau da auch nicht richtig vom Fleck kommen, wo man sie aber vermuten würde, wo die ganzen Leute sitzen, die schon vor Black Lives Matter vielleicht mal drüber nachgedacht haben, warum sie so wahnsinnig weiß sind in ihren ganzen verschiedenen Etagen. Also das ist doch interessant, dass das passiert. Also wer, wenn nicht dort sollten, oder wo, wenn nicht dort sollten Leute sein, die sich schon viel länger gefragt haben, welche Gesellschaft soll das eigentlich gerade abbilden, was wir hier so machen, ne? Und deswegen finde ich den Aufruf zum Mut total gut und gleichzeitig nochmal die Frage auch an Sie, weil Sie nun mal in so einer größeren Institution sind. Wie erleben Sie das denn konkret? Also wenn Sie neue Projekte fördern wollen oder neue Netzwerke unterstützen wollen oder überlegen, wen setze ich an welche Stelle? Wie offen, also sind denn dann zumindest jetzt, wo sich auch andere Teile der Gesellschaft zumindest mal ein bisschen bewegen, wie sieht's denn dann aus in einem Museum, wo Leute ja auch sogar wissen, woher die Geschichte kommt, über die man jetzt auch wieder stolpert? Naja, ohne jetzt zu sehr um meinem eigenen institutionellen Bauchnabel zu drehen, das ist nämlich zu einfach, war ich die letzten Jahre sehr intensiv involviert für eine neue ICOM-Museumsdefinition. Und das ist erstmal gescheitert. Und ich glaube, da hat es auch an bestimmten Stellen an Mut gefehlt. Und das Interessante ist, dass ich mir ist heute auch wieder einige Male diese Museumsdefinition durch den Kopf gegangen, dass bei all diesen Projekten, und es waren nicht alles Museen, aber da waren eins zu eins die Gedanken anwesend. Und es waren vor allem die renommierten musealen Kontexten, die sich da auch sehr arg gegen gesträubt haben. Und weil es uns auch irgendwie es macht uns auch angreifbar. Und das ist auch, dafür braucht es auch Mut. Und ich finde das auch nicht immer so einfach. To be honest. Und wir müssen weg von dieser, wirklich von dieser Verlustangst. Ne? Wir denken, das ist natürlich mein tagtägliches Brot und ich möchte da nicht zu sehr ausschweifen, aber es, glaube ich, ist fundamental für ganz viele kulturelle Einrichtungen mit einer Sammlung. Wir denken immer noch zu sehr, dass Restitution, dass das ein Verlust ist oder dass Nichtsammeln ein Verlust ist. Aber vielleicht kreiert man dadurch bessere Netzwerke, ein ganz andere Idee von was ein Sammlungsaufbau ist, weil Grenzen zwischen da draußen und so ein Depot wieder werden. Und natürlich ganz konkret bei der Rückgabe ist es vielleicht nicht mehr bei dir im Depot, aber du baust ein Netzwerk auf und damit sammelst du auch wieder neue Geschichten und eine Zukunft. Und wenn wir nicht fundamental anders über unsere Haltung und damit auch, was bedeutet das dann für unsere Praxis, für diese nachhaltige Zukunft, kritisch, auch selbstkritisch nachdenken, dann werden wir irgendwann immer nur noch mit uns selbst beschäftigt. Und das wollen wir ja nicht, weil wir wollen ja relevant sein für die da draußen oder die da draußen viel stärker Teil von uns werden zu lassen. Aber jetzt fange ich wieder an in solche Schlagworte. Das wollten wir ja gerade nicht heute Nachmittag. Deshalb überlasse ich das Feld meine zwei sehr verehrten Mitpodiumsherren. Ja, die müssen jetzt auch sich auch auf Schlussworte einigen, weil wir jetzt langsam zum Ende kommen. Aber ich würde es nur einsufflieren, dass ich ja toll fand, dass da drin nochmal dieses Mut war, was Frau Meyer von Mensch gesagt hat. Und aber auch noch die wichtige Info, aber die gilt ja in allen gesellschaftlichen Prozessen, dass wenn man was verändert, im besten Fall, ich will jetzt hier auch nicht so rosarot und pathetisch daherkommen, aber sich ja neue Dinge ergeben. Vielleicht möchte das
noch jemand unterstreichen oder ergänzen? Weil Sie dürfen gerne beide noch mal kurz was sagen, damit der Gerechtigkeit halber der Schlusswortverteilung, vielleicht Martin Zierold. Ja, ich würde nur einen Punkt rausgreifen. Ich fand das ganz spannend und kann eigentlich dem allem auch zustimmen und würde auch dem Hinweis auf die Fehlerkultur total zustimmen als was Wesentliches. Und wenn ich nur mir so ein paar Begriffe angucke, über die wir jetzt auch in der Runde gesprochen haben, agiler werden, Fehlerkultur schaffen, dann klingt das vielleicht immer so für jemanden, der einfach nur mal kurz reinseppen würde in diese Runde, nach Managementsprache und nach BeraterInnensprache. Und ich glaube, was in Kulturorganisationen auch noch ein wirklich unterschätztes Potenzial ist, ist den Blick auf künstlerische Prozesse zu lenken und zu sagen, was können wir für unsere eigenen Organisationen und für unsere Form des Managements aus dem künstlerischen Bereich lernen. Denn wenn wir über Agilität sprechen, dann sind wir ganz nah bei dem, wie viele Künstlerinnen und Künstler arbeiten, nur dass die es nicht unbedingt Agilität nennen würden. Und wenn wir über Fehlerkultur sprechen, gilt das ganz genauso. Dann wird im Künstlerischen natürlich massiv gelernt aus Versuchen, experimentieren und feststellen, das klappt nicht und neu versuchen. Und ich glaube, wenn wir diese Ressource, die Nähe zum tatsächlichen künstlerischen Prozess, den es ja in ganz, ganz vielen Häusern gibt, viel stärker noch auch verschränken mit den Organisationslogiken im Bereich Verwaltung, Management, Strategie, Kommunikation und so weiter, dann ist das eine unglaubliche Quelle, die uns so ein bisschen das Driften in die etwas auch so modenunterworfene Managementsprache ersparen kann und zugleich trotzdem ein unglaubliches Innovations- und Inspirationspotenzial eröffnen kann, also quasi reflexiv werden und die eigene künstlerische Seite einbeziehen. Das wäre vielleicht noch so ein Gedanke von mir, den ich zu diesem Begriff von Agilität, Fehlerkultur anknüpfen möchte. Dann würde ich mal sagen, das möchte ich einfach so. Jetzt können wir uns gleich rausblenden. So ein schönes Ende. Wir machen aber das jetzt so einen kleinen Videokonferenz-Stunt. Herr Knoblich bleibt mit mir hier für sein Schlusswort. Wir machen nämlich jetzt zusammen die Schlussabsage und wir verabschieden uns an dieser Stelle von Martin Zierold und Leontine Waldmeier van Mensch. Verzeihung, jetzt nur kurz am Ende gehakt. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Ich habe zu danken. So, Herr Knoblich, wir sind jetzt am Ende dieser Veranstaltung. Ich habe jetzt noch so ein paar formale Dinge, die ich gleich loswerden will, aber da ich jetzt Ihnen das Schlusswort weggenommen habe und Sie der Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft sind, dürfen Sie gerne nochmal sagen, ja, also erstens, was Sie vielleicht aus dem Gespräch mit den beiden, die Sie natürlich jetzt sicherlich alle nicht zum ersten Mal getroffen haben, aber vielleicht noch mitnehmen in diesen großen Transformationsgedanken, der hier so die ganze Veranstaltung über im Raum steht. Na, ich nehme Ermutigung mit, denn die beiden stehen ja für zwei sehr unterschiedliche Felder. Frau Meier van Mensch für eine Kultureinrichtung, für ein Museum, eine sehr traditionsreiche Institution, und Herr Zierold für die Wissenschaft. Und beide haben sich für Veränderungsprozesse ausgesprochen. Und gerade dieses Thema Fehlerkultur hat mir sehr gut gefallen, auch von beiden stark gemacht. Und das korrespondiert ja ein bisschen, also die Nicht-Toleranz gegenüber Fehlern und Innovationsversuchen korrespondiert ja mit den Beharrungsvermögen, die wir jetzt in diesem Gespräch so ein bisschen aufs Korn genommen haben. Und das heißt, wir müssen anders rangehen. Und ich kenne es aus der Kommunalpolitik auch so, wenn Fehler gemacht werden, ist nicht die Frage, was können wir daraus lernen? Was heißt das für unsere Veränderungsprozesse? Sondern es wird die Frage gestellt, wer war dafür verantwortlich? Also wen kann man bestrafen? Wo kann man jemanden zur Rechenschaft ziehen? Also, und ich glaube, zu dieser Veränderung, die wir jetzt so stark thematisiert haben, die wir auch mit den guten Projekten befördern wollen, gehört wirklich Toleranz, Fehlertoleranz, aufeinander hören und Dinge auch offen aussprechen, ohne sie gleich zu skandalisieren. Das hat mir Mut gemacht in diesem Gespräch und deswegen fand ich das eine große Bereicherung in dieser Form der Preisübergabe, dass wir das mit eingebunden haben. Und so war das also auch die erste Preisverleihung des Zukunftspreises Kultur gestalten. Sie möchten bestimmt noch danken. Soll ich das? Wollen Sie genau. Gerne? Bitte. Genau. Ich kann mal ganz kurz. Nee, alles gut. Aber ich habe Sie voll im Blick, weil ich habe gesagt sozusagen kurz was auf, was aber schon in Ihrem Namen ist und Sie dürfen es dann gerne ergänzen. Gedankt wird im Namen der Kulturpolitischen Gesellschaft zum Beispiel auch den Mitarbeiterinnen Antonia Kallenberg und Svenja Reiner und vor allem natürlich auch der großartigen Jury. Das machen Sie jetzt am besten selber. Ich habe jetzt erstmal schon mal angefangen mit der Danksagung und würde von meiner Stelle aus eigentlich sagen, ich fand es schöne Preisverleihung. So, aber jetzt dürfen Sie natürlich nochmal das Offiziöse machen. Und die Jury übrigens wird im Abspann auch nochmal einzeln namentlich zu sehen sein. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Hinweis für all die, die sich da so viel Mühe gemacht haben, all die Nominierten durchzugucken.
Bitte schön, genau. Herr Knoblich. Vielen Dank, genau, das war mir so wichtig, Frau Watti. Ich will Ihnen natürlich auch danken, dass Sie uns so wunderbar durch diese Preisverleihung geführt haben. Herzlichen Dank dafür. Gerne. Und die Jury, die Jury liegt mir sehr am Herzen. Die wird nochmal gezeigt, da will ich jetzt nicht alle Namen. Herrn Zierold haben wir schon hier kennengelernt jetzt in der Runde und auch eingebunden. Das war eine abendfüllende Veranstaltung gewesen. Alle mussten sich vorbereiten. Wir haben miteinander gerungen. Wir hatten ein super System. Deswegen auch nochmal mein Dank an die Mitarbeiterinnen, die Sie jetzt schon genannt haben, der Kulturpolitischen Gesellschaft. Es war ein wunderbares Ineinandergreifen aus Ehrenamt und Professionalität. Das macht uns eigentlich aus. Wir sind ja eine zivilgesellschaftliche Organisation, die auch ein kleiner Tanker geworden ist, aber ein agiler Tanker. Und das macht mich so froh. Also vielen herzlichen Dank und ich wünsche mir, dass es mit dem Preis so weitergeht und dass es wirklich ein super Auftakt gewesen ist. Das war es zweifelsohne und dass es auch so rezipiert und wahrgenommen wird und man über unseren Preis spricht und ihn auch in Praxis verwandelt. Das war das Schlusswort der ersten Preisverleihung des Zukunftspreises Kulturgestalten der Kulturpolitischen Gesellschaft. Allen, die da waren, Dankeschön fürs Reden, fürs Zuhören natürlich auch. Und jetzt einen schönen Abend. Jetzt hört halt so eine Preisverleihung einfach so auf, indem man dann irgendwie abschaltet. So eine Fernsehsendung. Ja. Alles Gute Ihnen. Tschüss. Ihnen auch, Frau Watti, und allen Zuschauerinnen. Tschüss. Tschüss.